Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Marsch. Wir setzen unsere Arbeit fort mit Ballpressen. Dazu starten wir mal Cosplay. Wir legen nur vor los. Wir werden auch weiterhin das Gras noch wehen. Jetzt wollen wir ganz kurz rüberlaufen zu unserem Traktor mit Mähwerk. Der Fuß kommt. Ziel ist noch nicht aktiviert. Mit bisschen Glück können wir dann ab den 14. August dabei sein. Ein bisschen Glück. Ich kann es noch nicht garantieren, weil es noch nicht amtlich ist. Beziehungsweise ist es noch nicht verkündet, sagen wir mal so. Aber die Entwicklung ist gut, das läuft dahin. Hoffen wir das Beste. Wenn alles klappt, ist es am 14. aktuell. So, wir starten jetzt gleich hier auch. Entschuldigung, ist es kein Kurs gespeichert. Doch, gespeichert habe ich auch. Mähen, Feld, Mähen mit Schwatt, Feld 3. Ein Feld. So, das läuft schon mal. Auch. Und dann ist 16 Uhr, hoffen wir, dass wir das Feld noch fertig kriegen. Zumindest gemäht wird komplett. Dann werden wir nach Möglichkeit noch heute was kostet Ballenpresse. Jetzt haben wir noch einen Faktor übrig. Wir hätten noch einen. Also eine Ballenpresse. Was wird die kosten? Entschuldigung. Es muss nicht cool sein. Der kann kein Gras, denn er macht nur Holz. Das hat eine Quaderpresse. Quaderpresse bringt nichts. Es muss eine Rundballenpresse sein mit. Mit Ballenwickler. Alles andere wäre dann Blödsinn. Der wird nur Rundballen machen. Case, das sieht auch nach Quaderpresse aus. Jups. Das ist die Magazine Ferguson. Auch Quader. Die kann zwar rund und keine Ballen pressen. Da sieht auch noch Dings aus, nach Ballen. Quaderballen. Jups. Wir können jetzt zwar Rundballen wickeln, aber das ist ja dann extra Arbeit. Darum bleibt nur die Kuh, ne? Ja. Schwarze mit grüne Folie, so kaufen wir 60.000. Mieten oder kaufen? Wir werden noch ein bisschen Geld beschaffen. Das heißt, wir werden ja später gut verdienen, also das heißt,
Da wir ja längere Frist jetzt brauchen werden, werden wir das kaufen. Kontrolle. Grün. Also nehmen wir gleich mal den Traktor. Hängen wir mal aus. In dem Falle Pflegebereifung, das ist immer egal. Da ist ja schon der Händler aber schnell. Oder hat es gewusst? Keine Ahnung. Ja, grün, passt. Licht dann nämlich auch daneben. Dann werden wir gleich den Kurs laden. Beziehungsweise kopieren. Denn wir müssen ja ein bisschen Gas geben, ne? Dass wir gegen 19 Uhr mit der Wiese fertig sind. So, mal uns gerade kurz Überblick verschaffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beginnen wir hier vorne. So, anzeigen, wo wir sind. Steigen wir hier vorne ein. Die Richtung muss passen. Auch richtig im Modus. Na, schluckt dann auch. So, dann muss der andere noch 1, 2, 3. Und der hat einen halt auch kürzer waren dabei. So, jetzt können wir gleich wieder sammeln. Das dauert hier noch ein bisschen. Wie gesagt, Wachstum müsste gegen 19 Uhr kommen. Der mit Mähen ist fertig. Dann werden wir den gleich reparieren. Und für die zwei vorbereiten, dass er morgen früh gegen 6 Stunden dauert ungefähr 11 Stunden. Das heißt, dass wir ein neues Wachstum kommt. Früh um 6 mit 3 Trennstufe erwarten können. Ganz grob. Dann können wir gleich tanken. Würde noch theoretisch noch ein Acker reichen, aber nur theoretisch. So. Das kam gerade.
Na gut. Machen wir es hier. Wenn er weiter ab nicht machen will. So, Tank ist voll. Dahinter war richtig kaputt. Ist negativ. Dann fahren wir gleich auf Feld Nummer 2. Das heißt, die Richtung schon mal. So, mal kurz aufsteigen. Laufen wir kurz rüber. Ah, gedüngt 100%, am Rand passt das. In der Mitte natürlich nicht. Der Tarn nicht mehr geschafft. Deswegen ist der Düngerstreuer schon bereit. Dass er sofort einer loslegen kann, der mit der Pflegebereifung und düngen kann. Sobald die Wiese mit durch ist. Ja, jetzt haben wir das gemacht, ne? Das ist auch blöd, ne? So, holen wir uns noch eine Erkältung weg. Klimaanlage im LKW ist gut. Jetzt werden wir schnell die Ballen holen. Also ob die grünen oder die weißen, ist egal, beides gleich groß oder auch nicht. Kann sein, dass die grünen nur die 4000 haben und die weißen haben die 10.000. Das sieht aber nach grünen 4000 aus. Das ist ja nicht so tragisch. Ist nur ein Schönheitsfehler. Mehr Arbeit. Dazu werden wir uns kurz mal entscheiden und auf umstellen. 10.000. Hey, warte, warte. Was an der Trottel. Okay. Ganz anders Schmäh. Korrigiere aus Puste. Das macht es einfacher, den BKH am Betrieb zu halten, weil dadurch die viel mehr an der selben Stelle stehen. Und mit somit nicht so oft fahren muss.
Ja, die Wiese schon voll ausgewachsen, habe ich gesagt, okay, wir mähen gleich weiter, aber wir warten bis morgen früh. Dann nämlich Stufe 3. Gibt doch ein bisschen mehr Gras auf Stufe 1 oder 2. 2 müsste jetzt gleich kommen. In rund 2 Stunden. Im Prinzip, wenn die Wiesen gedüngt werden können, dann müsste auch die Wachstum durchgehen. Dann werden wir uns mal mit diesen Balken Ballen auf den Weg machen zur WGH Nord und da gleich abliefern. Wir werden heute noch nicht schlafen, aber mal gucken, was wir noch machen können. Aber ansonsten düngen. Ab 19 Uhr wird gedüngt. Zum einen hier und die Feld 13 und ja, das angelegte Feld hier beim Hof, das kleine, das noch gedüngt werden muss. Zum zweiten Mal. Wenn diese Arbeit fertig ist, dann können wir auch die Zeit über Nacht überbrücken und durchschlafen. Schlafen bei Ziesen hatte ich Probleme gehabt beim letzten Mal, Thüringenkarte. Beim ersten Mal Start. Da wollte er gar nicht mehr aufhören. Also würde ich dann mal sagen, bis es nicht sondern ein Patch gibt für die Seasons, würde ich auf Schlafen in dem Fall verzichten. Und da nachts extrem dunkel ist, mit sehr hoher Geschwindigkeit durchlaufen lassen. Also 120 Maximum. Hier war noch was da. Nehmen wir gleich mit. Dadurch möglichst viele Ballen auf einer Fläche liegen. So. So haben wir viele Ballen, einen Fleck und Versorgung abgesichert für eine Weile. Bis wir danach, das wird nicht komplett reichen, aber gut. Für den heutigen Tag dürfte das einen guten Geldsegen bringen. Vielleicht können wir noch leisten, eine weitere Wiese zu kaufen. Ja. Umso mehr können wir nicht einsteigen nach dem Season, dass wir die erste Ernte mit Gras machen und dann mit der zweiten Frucht halt Sojabohnen, Mais oder ja, die beiden Sorten fallen mir jetzt ein, die im Prinzip später ausgesät werden müssen. Natürlich muss natürlich auch im Rahmen sein, was außer Möglichkeit ergibt. Wäre Blödsinn, wenn wir es aussehen würden und es wird nicht mehr wachsen. Es kann natürlich sein, dass wir nicht bis zur dritten Stufe warten, wachstumsmäßig, sondern gleich loslegen. Das geht nun auf die BGH Süd. Jetzt scheint doch wie volle Sonne rein. Nicht so gut. Na, noch geht's. Noch wird nicht geblendet. Das ist Folge Nummer 5. 5 heißt für mich Freitag. Freitag lebt noch in Deutschland bei mir zu Hause. Wenn mal einer kommentieren sollte, dann keine Antwort kommt, liegt ja daran, dass ich kein Internet habe, beziehungsweise extrem langsam. Was steht da? Arbeiten. So, es arbeiten schon zwei und noch so langsam. So, lass mich überlegen. Jetzt haben wir haben keinen weiteren Traktor. Oder? Im Hof haben wir nichts mehr.
Betracht, Beschlag, Beschlag. Ne. LKW haben wir. Dresche. Ja. So, liebe Frau, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ja, ansonsten einmal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Bis morgen zum Samstag. Ciao, ciao.